Die neue Zeitschaltuhr Max verfügt über viele praktische Funktionen, die Sie über ein leicht verständliches Menü einstellen können. Zur Einstellung der Uhrzeit drücken Sie zunächst die Set-Taste für ca. 4 Sekunden. Die Uhrzeit blinkt nun. Mit den Pfeiltasten nach oben oder nach unten können Sie nun die aktuelle Uhrzeit einstellen. Drücken Sie erneut auf Set, um zu dem Tag zu gelangen. Nutzen Sie wieder die Pfeiltasten, um den aktuellen Tag zu wählen. Mit Set gelangen Sie dann zum Monat, um diesen entsprechend einzustellen. Wenn Sie wieder auf Set drücken, können Sie dann wie zuvor den Tag und die Woche, das aktuelle Jahr einstellen. Mit Set bestätigen Sie die Einstellungen abschließend. Zur Umstellung der Uhr auf Automatikbetrieb oder manuelle Bedienung drücken Sie die Set-Taste für ca. 1 Sekunde. Das Handsymbol steht hierbei für manuell und die Uhr für die Automatik bzw. das Tagesprogramm. Im Tagesprogramm sind für jeden Tag die Öffnungs- und Schließzeiten gleich. Zur Programmierung der Schaltzeiten stellen Sie die Zeitschaltuhr zunächst auf Automatikbetrieb. Drücken Sie nun die Set-Taste für ca. 6 Sekunden, bis die Schaltzeit blinkt, zunächst die Auffahrtzeit erkennbar an dem Pfeil nach oben. Mit den Auf- und Abtasten können Sie nun die gewünschte Auffahrtszeit einstellen. Mit Set gelangen Sie zur Abfahrtszeit. Der Pfeil weist nach unten. Stellen Sie nun die gewünschte Abfahrtszeit ein. Mit Set schließen Sie den Vorgang ab. Das Tagesprogramm kann über die Memory-Funktion auch vereinfacht programmiert werden. Drücken Sie hierzu im Automatikbetrieb die Set- und Auf-Taste gleichzeitig zu der gewünschten Auffahrtzeit. Zur gewünschten Abfahrtzeit abends drücken Sie entsprechend die Set- und Ab-Taste. Die jeweiligen Zeiten werden automatisch für alle Tage übernommen. Die Zeitschaltuhr Max verfügt auch über ein Wochenprogramm, in dem jeder Tag individuell eingestellt werden kann. Schalten Sie zunächst in den Automatikbetrieb. Dann drücken Sie für ca. 2 Sekunden die Auf- und Ab-Taste gleichzeitig. An dem Uhrensymbol erscheinen die Zahlen 1 bis 7 für die jeweiligen Wochentage. Drücken Sie nun für ca. 6 Sekunden die Set-Taste, bis die Auffahrtzeit für den Montag blinkt. Stellen Sie nun die gewünschte Zeit über die Pfeiltasten ein. Mit Set gelangen Sie zur Abfahrtszeit für den Montag. Nachdem Sie die gewünschte Zeit eingestellt haben, gelangen Sie mit Set zu dem Dienstag. Nehmen Sie hier wie auch beim Montag die Einstellungen wie gewünscht vor. Generell gilt, mit der Set-Taste gelangen Sie immer einen Schritt weiter. So können Sie für den Sonntag zum Beispiel eine spätere Auffahrtzeit einstellen, wenn Sie länger schlafen möchten. Nach der Abfahrtzeit für sonntags schließen Sie die Programmierung mit Set ab. Eine weitere praktische Funktion der Max-Zeitschaltuhr ist der Zufallsgenerator. Wenn Sie diesen zuschalten, variieren die programmierten Schaltzeiten um plus minus 15 Minuten. Zum Ein- und Ausschalten des Zufallsgenerators drücken Sie bitte die Auf-, Set- und Ab-Tasten gleichzeitig für ca. 2 Sekunden. Das Koffersymbol zeigt an, ob die Funktion aktiv ist oder nicht. Sollten Sie zum Beispiel mehrere Tage außer Haus sein, wirkt das Haus trotzdem bewohnt.